Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu Let It Die. Wir spielen heute unseren ersten normalen Run, dafür wählen wir Mannequin aus. Und zwar wähle ich jetzt nicht dich aus, ich habe nämlich Angst, dass ich gleich das Tutorial nochmal machen muss. Wir wählen mal den Kollegen hier aus. Ich musste gerade irgendwie das Tutorial nochmal machen, war ein bisschen faszinierend. Hab ein bisschen was Neues gelernt und zwar können wir im Sprint einen Kick machen, der erstmal fucking viel Schaden macht. Das werde ich heute einsetzen, dann werdet ihr sehen. Ah, das ist richtig nice, das ist richtig nice. Ich glaube, dieses Spiel wird mein neues Lieblingsspiel, wenn es auch ein paar Mankos hat, wie zum Beispiel, dass man, wenn man das Spiel startet, ungefähr 10 Jahre warten muss, bis man spielen kann. So, es ist nicht das Tutorial, finde ich gut. Wir sind Robert. Robert wird's reißen, Alter. Robert wird's reißen. So, wir sind Stufe 3, das, so gehört sich das. Express only. Ah, welcome. Schauen wir mal, gibt's hier irgendwas einzusammeln oder so? Ich bin ein bisschen gespannt wegen unserer ersten Runde. Huch, was haben wir denn hier? Ah, das sind die Läden. Warteraum. Das Zentrum deines Abenteuers, der Warteraum der Station, Fuß der Barbs, letzter Stopp von Linie 15. Der Raum direkt unter dem Tower auf Barbs hat interessante Eigenschaften. Worauf wartest du? Die richtige Frage ist, was wartet auf dich? Spiel beenden. Wenn du aufhören willst zu spielen, wähle bitte zum Hauptmenü in den Optionen im Warteraum. Wenn du das Spiel außerhalb des Warteraums beendest, zählt das als tot, also sei vorsichtig. Achso, der Run muss beendet werden, okay. Der Run muss beendet werden, das heißt, ich nehme heute ein paar Folgen auf. Die haben wir doch befreit, cool. Pilze kochen. Du wirst viele Pilze im Spiel finden, also lass uns sehen, wie man sie zubereiten kann. Du kannst Pilze zubereiten, indem du sie grillst. Wähle den Pilz aus deinem Inventar und klicke die linke Seite des Touchpad-Taste, um in den Wurfmodus zu wechseln. Dann einfach an einem Feuer durch Drücken von X den Pilz grillen. Einige Pilze können nicht gegrillt werden. Du kannst sie auch einfach nur ins Feuer werfen, um sie zu grillen. Ihre Wirkung ändert sich, wenn du sie grillst, also mach ruhig kulinarische Experimente. Okay. Pilzclub. Dieser Laden öffnet, wenn dein Pilzprofil, wenn du den Pilzprofi, dem der Laden gehört, gerettet hast. Er verkauft aus Pilzpulver hergestellte Arznei. Ne, Abziehbilder. Abziehbilder? Wenn du den Körper deines Kämpfers mit Abziehbildern ausstattest, erhält er verschiedene Effekte. Es gibt viele Entwürfe und Funktionen, wenn ein Abziehbild auf einen Kämpfer angewendet wurde und er stirbt oder das Abziehbild entfernt wird, dann verschwindet es. Du kannst Abziehbilder mit Meuchelmünzen kaufen. Du kannst Abziehbilder, die du besitzt, verkaufen. Da du sie nicht wegwerfen kannst, macht es Sinn, sie zu verkaufen, wenn du sie nicht brauchst. Logisch. Wenn du einen bronzenen, silbernen oder goldenen Fähigkeitspilz zum Pilzprofi bringst, tauscht sie diese für Abziehbilder. Ach du Scheiße. Du kannst Meuchelmünzen für Pilz Suppe ausgeben, die vom Pilzprofi zubereitet wird. Als Bonus erhältst du dabei immer ein Premium-Abziehbild. Diese Abziehbilder sind anders als die herkömmlichen, da sie nicht verschwinden, wenn ein Kämpfer stirbt. Ah. Okay. Ich hab dich gerettet. Da tanzt sie erstmal rum. Oh. Oh, how I've been waiting for you, fellow believer, in the power of mushrooms. Okay. Abziehbilder kaufen. Wie viel haben wir denn? Null. Gott. Pilzsuppe für 50.000 kaufen wir. Klar, wieso nicht? Wer hätte gedacht? Okay, was haben wir hier? Shokufunsha. Komodore Suzuki ist der Geschäftsführer. Du kannst ihm die im Turm gefundenen Baupläne und Materialien geben und er entwickelt daraus Ausrüstung. Wenn die Ausrüstung entwickelt wurde, kann sie massenhaft produziert und im Laden verkauft werden. Es ist jedoch Aufgabe des Spielers, die Ware für den Laden zu finden. Komodore Suzuki wird die Pläne analysieren, die du ihm im Turm, erhalten hast, falls sie sich in deiner Todestasche befinden, wenn du den Shokufunsha betrittst. Du kannst Waffen und Rüstung kaufen, wenn du Ausrüstung gekauft hast, ist sie erstmal vergriffen. Achso, vergiftet.
Okay. Du kannst alle Gegenstände, die du besitzt, verkaufen. Wenn du in einem Bauplan genannten Materialien gesammelt hast, kannst du die Forschung und Entwicklung in Auftrag geben. Dafür benötigst du auch beim Besiegen bestimmter Feinde gesammelte SP-Lithium. Forschung und Entwicklung dauert eine gewisse Zeit. Wenn die Forschung abgeschlossen ist, erscheinen die Objekte im Laden und können so oft wie benötigt gekauft werden. Wenn die Erforschung eines Ausrüstungsstücks beendet ist, kannst du es stärken. Für jede Stärkung benötigst du Materialien. Oh Gott, es ist viel Stuff hier zum Lesen. Die Lagerkiste kann jedes Material halten, das der Spieler in seiner Todestasche haben kann, inklusive Ausrüstung, Pilze und Kreaturen. Das ist die. Ist das die Kiste, mit der ich meine Charaktere ausstatten kann? Oder ist das nur für diesen Charakter? Was ist das? Preisbox. Alle Beute kommt in diese Box, genauso wie Login-Boni und Geschenke von Captain Yutsuyuma. Sammle hier deine Preise auf, wenn du sie bekommen hast. Ach, cool. Also ich glaube, diese Box, die wir gerade gesehen haben, die ist tatsächlich für alle Charaktere. Anmeldebonus. Ja, klar. Du hältst einen Express-Probepass. Objekt wird genommen. Ja, klar. Ich habe irgendwas Buntes eingesammelt. Ich weiß nicht, wozu ich das alles brauche. Das Geld kann ich gebrauchen. Das ist der Anmeldebonus von gestern. Wenn ich jetzt nur wüsste, was ich mit dem Kram machen kann. Vielleicht hätte ich es erstmal drin lassen sollen. Ja, das wäre... Wäre logisch gewesen. Ich glaube, das, was wir gerade eingesammelt haben, ist nämlich charaktergebunden. Und somit verlieren wir es, wenn wir sterben. Naja, gut. Was soll's. Dann ist das halt so. Das ist der Fahrstuhl, den man wahrscheinlich nur benutzen kann, wenn man dafür zahlt. Also man kann hier, das ist ein Free-to-Play-Game, man kann hier ein bisschen Geld investieren, damit man quasi Ebenen überspringen kann. Toiletten. Okay, ist anscheinend scheißegal, wo wir hingehen. Männlich oder weiblich. Wieso haben... Achso, ich wollte gerade sagen, wieso haben die Männer nur Pissoirs? Nein, haben wir nicht. Na gut. Ich weiß nicht, wozu hier die Toiletten sind, aber egal. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter, ne? HD-Service. Wir haben uns mit der Versicherung Höllendirekt zusammengetan, um Spieler einen besonderen Service zu bieten. Du findest den HD-Service im Optionsmenü, wo du dich auch für ihn anmelden kannst. Denk dran, dass du für die Anmeldung die Spezialwährung Todesmetall brauchst. Du kannst Expresspässe in PlayStation Store kaufen, du kannst dort auch Todesmetall und praktische Pakete kaufen. Für Todesmetall erhältst du Meuchelmünzen, der Wechselkurs beträgt 1. Eine Todesmetall für 5000 Meuchelmünzen. HD Express, denkst du dir oft, ich will schneller im Turm aufsteigen oder ich will effizienter spielen. Tja, all das kannst du haben, wenn du dir mit Todesmetall einen Expresspass kaufst. Wenn du einen Expresspass kaufst und aktivierst, stehen dir die drei folgenden Services 30 Tage lang zur Verfügung. Erstens, du erhältst einmal pro Tag ein limitiertes Abziehbild als Anmeldebonus. Diese Abzeichen haben verschiedene Effekte wie erhöhte LP-Regeneration oder du erhältst im Turm mehr EP oder Meuchelmünzen. Zweitens, du kannst mit dem Königslift fahren. Im Gegensatz zum normalen Lift, der nur mit Meuchelmünzen funktioniert, bringt dich dieser luxuriöse Lift kostenlos auf die gewünschte Etage des Turms. Die Anzahl der Plätze in deiner Todestasche erhöht sich. Die zusätzlichen Plätze heißen Königsplätze und sind mit einer Krone gekennzeichnet. Wenn die Nutzung des Express-Pass-Service endet, werden in Königsplätzen gelagerte Objekte in deine Preisbox geschickt. Lager erweitern. Du kannst deinen Lagerplatz mit Todesmetall erweitern. Für 2 Todesmetall kannst du 10 zusätzliche Plätze kaufen. Diese Plätze sind immer benutzbar. Yokofushunju Zeitverkürzung. Mit Todesmetall kannst du die für F und E oder Verbesserung in benötigte Zeit verkürzen. Versicherungen verlängern. Ein Manager wird dir dies zu gegebener Zeit erklären. Okay, wenn mir das Spiel wirklich sehr gefällt, wieso nicht? Mein Geschenk. Mein Geschenk. Gott, willst du mich verarschen? Was ist denn hier los?
Über Ausrüstung. Es gibt viele. Achso, das sind die, die ich liegen gelassen habe, ne? Ja. Ja, ich habe ein paar Luftballons liegen gelassen. Weil, wie gesagt, ich habe ja das Tutorial schon mal gemacht. Ich muss das gerade nochmal machen. Gott, lass mich doch endlich spielen. Die ganzen Erklärungen. Onkel Prima! Dies ist ein Service bei Onkel Tod, dem Spieler auf seinem Todesmobil kostenlose Geschenke bringt. Das ist nicht nur ein Anmeldebonus, das ist Onkel Prima. Der Inhalt von Boxen ist zufällig, du willst bestimmt wissen, was drin ist, also öffne jede Box, die du siehst. Okay, öffnen, öffnen! Glinty Magnum. Haben eine Schusswaffe bekommen, wie cool! Okay. Todestasche. Ich habe natürlich nur eine gewisse Anzahl an Munition. So. Ach, das ist der Expresslift, ja. Was ist das? Da kann ich gar nicht rein. Okay. Gehen wir ins erste Gebiet. Endlich! Das Spiel, es geht los! Also ich werd, glaube ich, das Tutorial da wegschneiden. Letztendlich, das braucht doch keine Sau. So, Abmarsch. Wir haben eine Waffe. Mehr brauchen wir nicht. Ikegara. Wobei, eigentlich sollte ich das Tutorial mal drinnen lassen. Weil wahrscheinlich wollt ihr es auch spielen, ne? Damit öffnet sich das erste Gebiet. Haha. Okay, jetzt weiß ich auch, wie man zielt. Wenn irgendwas kommt, ich baller ihm die Rübe weg, Alter. Oh Gott. Ah, ich bin aufgeregt. Oh, das Spiel ist so cool. Mir gefällt das jetzt schon so sehr. Problem ist nur, ich habe nichts zum Zuschlagen. Was da, wo wir umgebracht worden sind? There you are from before. The old you is nothing but a raging maniac now. You have to kill him before he kills you. No! Das ist mein altes Ich. Nein! Nein! Wieso habe ich die Waffen behalten? Zeig euch jetzt mal den Kick, den ich gelernt habe. Ah, wenn er stehen bleiben würde. Geronimo! Ah, die Waffe, die ich hatte, war fast kaputt. Im zweiten Tutorial. Na komm, schlag mich. Ha! Der Penner blockt ab. Er trifft mich nicht. Au, okay, den. Ist doch gut! Verdammt! Er macht mich kaputt! Ist das mein erster Tod? Nein, das war ein Headshot! Mehr als Münzen kriege ich nicht. Ja, toll, jetzt bin ich halt tot. Mein altes Ich, man trifft immer sein altes Ich anscheinend. Also nicht immer, aber manchmal. Kämpfer eingesammelt. Rette ich damit meinen Kämpfer, so dass ich ihn wieder benutzen kann? Hassifizierung. Wenn dein Kämpfer seine LP in diesem Spiel aufbraucht, stirbt er und wird als dein Feind wiedergeboren. Hassifizierung und Bergung. Wenn dein Kämpfer stirbt, verwandelt er sich in einen Feind, der in dem Stockwerk lauert, auf dem sein Ende gefunden hat. Ach, wie cool. Solche Kämpfer nennt man Haters. Wenn du einen neuen Kämpfer kontrollierst und damit den Hater besiegst, wird er aufgesammelt und in der Kämpferkühltruhe aufbewahrt. Wenn du ihn in Ruhe lässt und er einen anderen Spieler besiegt, erhältst du seine Beute in deiner Preisbox. Oh, wie cool! Wenn ich sterbe, mich dann nochmal selber töte, dann wird mein Spieler bei einem anderen Spieler auftauchen
und ihn eventuell umbringen. Und wenn er umgebracht worden ist, dann kriege ich sein Loot. Orangene Namen. Alle Feinde mit orangenen Namen sind Hasser. Also Hater. Ich weiß nicht, wieso die ganze Zeit den Namen ändern. Hater. Sie können deine Hater sein oder irgendwann mal anderen Spielern gehört haben. Auf jeden Fall sind sie viel stärker als fast alle anderen Feinde. Sei wachsam. Okay, orangene Namen, böse. Oh, so cool das Spiel. Das ist so cool. Wie lade ich nach? Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach mal Schießen gedrückt. Ach, das ist Blocken. Okay, Blocken. Ich muss mir das mit Blocken merken. Blocken scheint sehr wichtig zu sein. Wo geht's denn jetzt lang? Ich könnte ein Bildchen gebrauchen. Achso. Ah. Du hast Post. Hat mein Typ schon jemanden umgebracht? Wo kann ich meine Post sehen? HD-Service-Einstellungen. PlayStation Show, Todesmetalltausch, Lager erweitern, Express. Ich will meine Post sehen. Schade. Muss ich wohl erstmal warten. Gut. Da ist wieder ein Luftballon. Eine Kröte. Kreaturen. Es gibt in diesem Spiel neben Feinden noch verschiedene Kreaturen. Nicht alle sind friedlich, manche werden dich angreifen, andere werden dich vergiften. Es ist wichtig, sich... Okay, was war das denn? Die Eigenschaften dieser Kreaturen zunutze zu machen, um zu überleben. Fanganleitung. Drücke L3, um zu kauern. Wenn du dich einer Kreatur in dieser Haltung näherst, erscheint das Fange-Kreatur-Icon unten in der Bildschirmmitte. Wenn du diesen Icon siehst, drücke schnell X. Einige Tiere können gefangen werden, nachdem du sie auf sie gestampft hast und sie geschwächt hast. Essen. Wenn du ein Tier gefangen hast, kannst du es essen, wenn das entsprechende Icon erscheint. Wenn du es in deiner Todestasche aufbewahrst, wird die Anzahl der aufbewahrten Tiere in der Checkbox oben rechts im Bildschirm angezeigt. Durch Streichen auf den Touchpad kannst du ein Tier auswählen und durch Klicken auf der rechten Seite der Touchpad-Taste das Tier essen. Du kannst Kreaturen grillen, wähle eine Kreatur, die du grillen willst und klicke die linke Seite des Touchpads. In diesem Modus kannst du die Kreatur grillen, indem du ein Feuer im Level zugehst und X drückst. Du kannst die Kreatur auch grillen, indem du dich dem Feuer zuwendest und sie dorthin wirfst. Wenn du Kreaturen grillst, ändert sich deren Effekt, also experimentiere ruhig. Pilze züchten. Pilze sprießen aus dem Leichnam eines Tieres, dass du durch Stampfen oder anders tötest. Die Pilzart hängt von der Tierart ab. Gott. LP steigen. Genau, ich sehe hier jetzt kein Feuer oder so, ne? Was? Ja, keine Ahnung, dann fress ich dich. Levelaufstieg. In der Basis möglich. Hm. Cool. Levelaufstieg. Kriegen wir da Perks oder so ein Kram? Oh, hallo. Froschpilz. Tränengas. Okay. Also wenn wir schleichen, sammeln wir es ein und wenn wir drauf treten, dann oder wenn wir normal gehen, dann stampfen wir drauf. Meisterlevel. Wenn du viele Feinde mit einer bestimmten Waffe besiegst, steigt dein Meisterlevel für diese Waffe. Der höchste Level ist 20 und du schaltest Submoves, die du mit L1 oder R1 benutzen kannst, sowie neue Angriffe und Fähigkeiten Boosts frei. Erlange FP. FP-Ability-Punkte werden an die Waffen vergeben, die dem Feind den letzten Schlag zugefügt hat. Wenn du genug Punkte erreicht hast, steigt dein Meisterlevel. Meisterlevel ist kämpferunabhängig. Die Meisterlevel und FP werden zwischen Kämpfern geteilt. Selbst wenn du einen niedrigrangigen Kämpfer verwendest, kannst du Attacken von deinem Meisterlevel verwenden. Oh Gott, ich will das Spiel von alleine lernen. Ich will jetzt Scheiß hier lesen. Was seid ihr denn? Achso, ich wollte springen.
Sprung! Guckt euch das an, wie viel Schaden das macht. Das ist richtig krass. Irgendwelche Maschinen? Meisterlevel gestiegen. Ja, ich muss ein bisschen Munition sparen, weil so viel Munition habe ich auch nicht für die Waffe. Und von den Jungs kriege ich wahrscheinlich gar nichts, weil das irgendwelche dämlichen Maschinen sind. Bleib liegen. Ghetto, ghetto. Wie bist du denn drauf? Komm mal her, mein Freund. Ich pack dich mal in meine Kiste. Ah. Oh, interessant. Wie so eine Karten da oben. Gut, dann nehme ich mal das, dann kann ich sie werfen. Ich hoffe, ich finde die richtige Taste zum Werfen, wenn es soweit ist. Warum sind hier Maschinen? Okay, man muss erstmal eine Zeit lang laufen, bevor man überhaupt. Der hat eine verdammte Kettensäge. Okay. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn er stehen bleibt. Au! Okay. Dann schießen wir auf dich. Headshot! Was zum Teufel? Wieso hat man da geschossen? Ich hab's ihm nicht befohlen. So, krieg ich deine Waffe? Ja, auch wenn sie fast tot ist. Also, sie ist fast kaputt. Bringt mir eigentlich gar nichts. Aber ich nehme jetzt mal meine Schusswaffe, die ist recht safe. Oh, was bist du denn? Du hast Seite 1 Yuzuma Bionics erhalten, okay. Erstmal ein bisschen Sprint aufbauen. Zack. Oh, du lebst hier noch. Na gut, okay. Meisterlevel gestiegen. Ist hier noch irgendwo einer? Verteidigung plus 15, 30 Sekunden. Nehmen wir erstmal mit. Wer weiß, ob es hier irgendwelche Bosse gibt oder so. Stempel! Es gibt in jedem Stockwerk des Turms der Barbs eine Stempelstation. Du kannst bei jeder einmal dein Unterwelt-Rolodex stempeln. Es ist möglich, den Turm zu erklimmen, ohne Stempel zu sammeln, aber manche Preise bekommst du nur, wenn du Stempel sammelst. Wenn du die Stempelstation benutzt, beginnt ein Stempel-Minispiel. Drücke X mit dem richtigen Timing, um die herabfallenden Stempel zu drücken. Okay. 3, 2, 1. Oh nein! Echt jetzt? Wow, das war so schwer! Oh Gott! Toll! Keine Ahnung, was das sollte. Da ist doch jemand! Oh Gott! Oh verdammt! Oh Gott, bitte nicht schlagen! Ja, ist gut! Ist gut! Okay, das ist der Preis dafür, wenn man verfehlt. Ghetto, ghetto, ghetto! Ich höre einen Frosch! Oh verdammt! Ghetto, ghetto! Ich mag den Frosch. Weiß nicht wieso. Alter, du kleiner Cheater! Habt ihr das gesehen? Der hat sich einfach umgedreht, wenn er das nicht schlagen wollte. Dann krieg ich nicht mehr eine Waffe von ihm. Ah, doch, krieg ich. Der hat einen Pilz dabei. Okay. Nicht genau das, was ich wollte, aber... Aha! Einhandwaffe, Feuerwerkwerfer. Ich würde sagen, wir Schusswaffen nach links und Schlagwaffen nach rechts fürs Erste. Wow! Okay, ziehen wir gar nicht erst. Wozu auch? Ghetto, ghetto. Komm mal mit, ghetto. So, direkt mal gefressen, das Ding.
So, das habe ich hier aufgemacht. Was war jetzt hier drin? Ist irgendwas Spezielles? Irgendein Geheimgang oder so? Da geht's zur nächsten Station, aber ich will erstmal die Ebene erkunden. Kreissäge, Schlagring. Ah, ist doch dasselbe, ne? Irgendwie. Kann man die zusammen verbinden oder so? Das wäre ja aber erstklassig. Ich würde sagen, bevor man irgendwie eine andere Stationen geht, wie so andere Stockwerke, ist es wichtig, irgendwie mal eine Rüstung zu erhalten, oder? I can see you. Ich würde gerne deine Mütze haben. Viel Muni habe ich nicht mehr. Was bekomme ich von dir? Glühendes Eisen. Okay, wäre schön, wenn man so weiß, irgendwie, wie viel Damage das eine oder andere macht. Komm, wir pullen ihn erstmal. Ich würde gerne damit irgendwas treffen. Ah, ich kann beide Waffen haben. Das macht überhaupt gar keinen Schaden. Okay, die sind zu zweit. Oh shit. Ist das mein Tod? Mein allererster? Lass doch nach, Mann! Ist Level 1! Und das ist ja. Das hier ist ja wohl mal die gammeligste Waffe, die man haben kann. Außer, also, dass sie automatisch zielt. Mal gucken, vielleicht kann ich ihn so töten. Wäre ein bisschen sinnvoll wenigstens, die Waffe. Wahrscheinlich kriege ich die Waffe dann von ihm auch noch. Lass mich nachladen. Verdammt. Der billigste Kampf aller Zeiten, Alter. Woo. Oh, er ist tot. Okay, das packen wir erstmal alles in die Tasche. Kann man immer noch gebrauchen für einen anderen Spieler. Ja, der Werfer. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Okay, dann den wir noch in der Hand haben, hat noch 3 Munition. Das werden wir noch raushauen. Den Frosch will ich jetzt noch unbedingt nicht essen. Oh, ich höre Ghetto. Der Ghetto-Frosch. Komm, essen wir den. Ach, die Robots. Take these Robots. Kann ich die Waffe jetzt irgendwie werfen oder so? Die bringt mir einfach gar nichts. Wenn ich in mein Menü gehe, pausiert das Spiel? Nein. Das heißt, wir müssen ihn erstmal umbringen. Oh, hi! Ja, verdammt. Wieso versuche ich es jedes Mal? Oh ja, das heiße der Kugeleisen. So, zu dem Kollegen. Kampfspitzhacke. Mal packen. Wir packen erstmal alles ein, was wir finden können, ne? Yeah. Was ist denn noch so ein Hans-Dieter? Gib ihm! Ins Gesicht, du Bengel! Was ist denn noch einer? Das wirkt wie das Ende. Oh, wird geblockt. Wieso kriege ich Schaden, wenn ich blocke? Ist echt zum dritt, das ist voll unfair. Nein. Ist ja gut, okay, wir müssen aufpassen. Ah, ich muss nachladen. Oh Gott, nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich musste nachladen. Oh, wie soll ich das? Oh, okay. Are you in pain? Of course, you did die after all. I
think dying is pretty awesome, though. I'm sorry. Let me introduce myself. I'm in charge of insurance sales in the Tower of Barbs. My name is Kiwako Seto, and I work for Directel Insurance. Many people die in this tower in countless numbers of cruel and unusual ways. And we, at Directel Insurance, are here to support those on the brink of death. Now, allow me to explain our insurance plan for you. Okay. Gruß aus der Hölle. Höllendirektversicherung. Ist bei Toten sehr beliebt. viele neue Sachen? Fragezeichen. Neu in einem Gebiet? Fragezeichen. Das fiese und gemeine Game Over, Höllendirekt bietet doch die Versicherung mit Zufriedenheitsgarantie. Sofort verfügbar, Wiederbelebung nach Vertragsunterzeichnung. Zufriedenheitsgarantie, Sie erhalten Ihr Eigentum unverändert zurück. Voll Unterstützung kehren Sie immer wieder aus der Hölle zurück. Die 3 Garantie bei der Versicherung. Sonderpreis, macht die Versicherung von Höllendirekt einen Totenkopf super günstig. Ah, ich habe 9 Stück, ah. But wait! Because this is your first time, there's more! We're offering you an amazing insurance package, completely free! Now then, let's bring you back to life, shall we? Ich werde jetzt einmal gratis wiederbelebt. Ich glaube, so eine Schusswaffe ist ganz praktisch, wenn man gegen mehrere kämpft. Und dann kippt halt nicht um. Alter, jetzt macht er mich schon wieder fertig. Kann der Typ umkippen oder so? Das reicht mir mit euch. Schusswaffen sind einfach zu cool. Warte, krieg ich jetzt so. Zumindest einen Hammer krieg ich hier. So, der ist anscheinend Stufe 2. Ah. Ah, natürlich, der ist Stufe 2. Ah. Okay, du bist sowieso fast tot. So, Freunde, ich habe heute extra mal ein bisschen länger gemacht, weil wir da so ein langes Tutorial davor hatten. Ich würde sagen, morgen gucken wir uns das Ganze nochmal an. Und dann gucken wir mal, wie ich das mache. Täglich werde ich es nicht bringen können, weil ich auch was anderes um 20 Uhr mal bringen möchte. Aber einen Run werde ich zumindest zu Ende bringen. In Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Zero. Tschüss.